Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Oh mein Gott. Vorab, ich habe euch versprochen, es werden jede Woche neue Videos kommen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass das wirklich nicht erfolgt ist. Ich dachte mir zum Einstieg, machen wir mal einen Style Talk. Wartet mal, ich muss mal diesen Weichzeichner rausnehmen. Viel besser. Also, eine Sache vorab. Ich werde mir jetzt abgewöhnen zu sagen, ich poste jetzt einmal die Woche ein Video. Oder es kommen jetzt zweimal die Woche Videos. Ich muss das wirklich abstellen. Denn meistens kommt es anders, als man eben denkt. Und ich dachte mir, für so einen Einstieg machen wir einen Style and Talk. Da packen wir mal alles zusammen, obwohl es super viel ist, was ich euch zu erzählen habe. Das Video wird wahrscheinlich elendig lang. Ich bin jetzt quasi gerade aufgestanden und mache mich jetzt mit euch gemeinsam fertig. Ich habe Wimpern-Extensions. Ich weiß nicht, ob ihr das auf diese Distanz erkennt. Die muss ich aber tatsächlich auch wieder auffüllen. Das mache ich am Wochenende. Ja, ansonsten starten wir mit meiner alltäglichen Pflege. Ich habe gerade den Anti-Pickel-Booster neu geöffnet von Beauty Melts. Den anderen habe ich nämlich ratzeputze leer gemacht. Gib mir das auf meine Pickelchen auf, deswegen habe ich nämlich den Filter ausgemacht. Ich habe auch gar nicht so große Unreinheiten. Hier habe ich ein Pickelchen, deswegen gebe ich mir das hier tatsächlich auch nur auf. Und hier unten am Kinn. Und das mache ich auch so ganz punktuell. Ansonsten habe ich eigentlich eine relativ gute Haut. Aber wir starten mit der Pflege, wie es sich gehört. Dann brauche ich unbedingt die Augenlifting Booster. Ihr könnt das auch alles mixen, also so wie ich das jetzt mache. Ich mache da jetzt kein Gewese, sag ich mal. Ich gebe mir das auf, hintereinander weg und lasse es dann einziehen. Ihr könnt auch alles in die Pflege mit eingeben. Mache ich aber jetzt nicht. Ich mag gerade so unter den Augen, das ist so ein richtiger Wellness-Moment, einfach das so einzuarbeiten und das einziehen zu lassen, auch so ein bisschen auf den, oh, ich lieb's. Es hat so ein abschwellendes Gefühl, kommt aus dem Kühlschrank, ist schön kalt, ich lieb's einfach. Ja, gleich so einen richtigen frische Kick am Morgen. Was ich abends immer mache, sind die Selbstbräuner-Drops, um einfach Gesicht und Körper so ein bisschen anzupassen, weil ich doch gebräunter am Körper bin als im Gesicht. Und dann meine Hyaluron Cream Boost, die ist für normale Haut, die ist auch schon gut aufgebraucht. Ich habe auch einen 30%igen Rabattcode, den habe ich tatsächlich immer. Also ihr könnt den immer nutzen, ob ich euch das jetzt explizit zeige oder nicht. Völlig egal. So. Oh, das ist so ein richtiger, ich habe übrigens die Fenster offen, ich hoffe es ist okay, so ein richtiger frische Kick. Ich lieb's. Ja, so geht man eben mit der Pflege um, wenn man sie einfach liebt. Und gerade so Serien und guckt mal bitte, ich könnte tatsächlich jetzt auch so rausgehen. Ich würde mir nur die Augenbrauen machen und hätte so einen richtigen, schönen, natürlichen Glow. Was anderes braucht man ja tatsächlich auch gar nicht im Sommer. Es ist aber heute relativ bedeckt und auch nicht so warm. Deswegen mache ich mir ein richtiges Make-up. Ich will auch danach noch ein anderes Video drehen. Ja, finde ich, sieht gut aus, oder? Also müsst ihr jetzt auch mal wirklich zugeben, das sieht schon sehr schön aus. Und das liebe ich halt an Serien und ich habe meistens auch alle Serien doppelt. Also ich habe alles hier oben einmal zu stehen und einmal alles hier unten. Außerdem Anti-Pickel-Booster habe ich, wie gesagt, jetzt leer gemacht. Und mit meinem Code Sandra30 spart ihr auch 30% auf alles. Also ihr könnt euch da selber was zusammenstellen oder ihr lasst euch da einfach beraten quasi. Ihr schickt ein Bild ein und dann geht's rund. Dann könnt ihr auf die Meinung vertrauen und dann kriegt ihr ein ordentliches Paket oder so einen kleinen Vorschlag zugeschickt, welche Produkte sie euch empfehlen aufgrund eurer Haut. Und als ich das gemacht habe, hatte ich ja so ganz schlimme Unreinheiten noch. Ja. Und da war für mich der Anti-Pickel-Booster ganz groß und die Hyaluron-Cream-Boost. Und ich gebe mir jetzt einfach noch ein bisschen Sonnencreme drüber,
Das ist die von Garnier, da wechsle ich aber tatsächlich immer. Dauert jetzt einen Moment, lassen wir jetzt einziehen. Und ich verlinke euch auch alles in der Infobox. Und Sonnencreme für die Lippen habe ich auch. So, am besten holt euch was zu essen, was zu trinken. Ich habe einen Energy, ich kriege nämlich Kopfschmerzen. Es ist 10 Uhr, aber ich habe einen Energy, ich brauche das jetzt einfach. Ich glaube tatsächlich, dass das letzte Video, lasst mich nicht lügen, aber fast 3 Wochen her ist. Und ich habe in dem Video, ich habe an dem Tag, glaube ich, 4 Videos gedreht. Und alle 4 Videos, nein, 3 Videos sind online. Eins tatsächlich noch nicht, eins schneide ich gleich. Ein Haul, der geht dann einfach die Tage online. Und in diesem Video habe ich euch ganz großkotzig gesagt, hello, hiermit melde ich mich zurück. Ich will unbedingt so ein Video die Woche auf jeden Fall hochladen. Und hatte wieder richtig Spaß an YouTube. Und was soll ich sagen? Bumm, kam Corona. Ich habe wirklich, wirklich 10 Tage richtig, richtig flach gelegen. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es anders gewesen ist. Aber ich habe wirklich, und man hört es immer noch, ich habe wirklich eine richtig schön fette Corona-Infektion mitgemacht und durchgemacht. Ich schmecke mittlerweile gut, aber ich rieche nichts. Also ich rieche wirklich gar nichts. Man hört es auch immer noch an meiner Stimme. Es ist immer noch nasal, es hängt immer noch auf den Bronchien. Und ich bin jetzt Tag 5 mit negativ. Also ich bin Tag 5 negativ getestet. Und das hängt einfach immer noch in meinen Knochen. Und es wird halt alles noch ein Momentchen dauern. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich so, wie ich es gerade mache mit YouTube, wirklich sehr, sehr gut fahre. Ich habe mich von allem so ein bisschen distanziert. Ich habe mich von YouTube, von Instagram und so einfach so ein bisschen zurückgenommen. Und ich kriege so wahnsinnig tolles Feedback teilweise von euch, dass ich sehr, sehr glücklich rüberkomme. Wir kommen auch noch gleich zu einem anderen Punkt. Sehr, sehr glücklich rüberkomme und einfach ausgeglichen. Und ich mache YouTube seit 2015 und mittlerweile bin ich an den Punkt gekommen, wo ich einfach nicht mehr YouTube wirklich oben an die Tagesordnung setze. Ich habe immer gedreht, ich habe immer geschnitten, ich habe immer alle Prioritäten nach hinten gesetzt. Also ich habe immer mich hier hingesetzt und gedreht, während andere Leute draußen waren und einfach Spaß gehabt haben. Das ist der allererste Sommer gerade, wo ich einfach für mich sage, Sandra, denke ein bisschen mehr an dich. Und ich alles ein bisschen zurückgeschraubt habe. Ich habe super viele Kooperationen einfach auslaufen lassen und einfach nicht weitergeführt oder einfach gerade so einen kleinen Cut dran gesetzt, weil ich einfach für mich diesen Freiraum brauche. Und ich finde, wenn ich auch keinen Spaß gerade habe daran, das habe ich tatsächlich in dem anderen Video auch schon gesagt, aber wenn ich daran gerade keinen Spaß habe, am Drehen, am Schneiden und so, dann ergibt das auch tatsächlich wirklich relativ wenig Sinn, sich hinzusetzen und einfach ein Video zu drehen, zu produzieren, zu schneiden und so. Das ist das, was ich für mich einfach gerade festlege und einfach beschlossen habe. Ich möchte weniger diesen Impuls hinter den Videos haben, du musst produzieren, sondern vielmehr, du machst es so, wie es halt einfach passt. Und dann ist es vielleicht mal ein Video in der Woche, dann ist es vielleicht ein Video in 2 Wochen. Ich möchte aber nicht sagen, ich hänge das jetzt komplett an den Nagel. Allerdings möchte ich so offen und ehrlich mit euch sein, es ist so, ich habe, das werden jetzt alle wissen, die mir auf Instagram folgen, ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe 11 Jahre lang in einer gefäßchirurgischen Praxis gearbeitet, wo wir operiert haben, stationär, ambulant, und dieser Job hat mir immer wahnsinnig viel Spaß bereitet. Ich habe in diesem Job 35 Stunden gearbeitet. Teilweise auch weniger, weil der Bedarf einfach gerade nicht da war. Und habe das einfach immer so ein bisschen komprimiert mit YouTube und Instagram. Und dadurch war die Zeit halt einfach auch dafür da. Dadurch, dass ich diesen Freiraum einfach immer hatte, aufgrund meines Jobs, dass ich relativ wenig gearbeitet hatte, habe ich auch unter der Woche wahnsinnig viel Zeit gehabt, um einfach Sachen zu produzieren, zu schneiden und zu bearbeiten und so. Aber dadurch
nochmal dadurch, dass ich jetzt gekündigt habe und diesen Weg gehe und ein bisschen mehr Stunden arbeite, muss ich einfach sehen, wie ich es handle. Und ich will mir da einfach nach so vielen Jahren Social Media diesen Stress einfach so ein bisschen rausnehmen für mich selbst. Ich möchte aber auch nicht sagen, so passt auf, ich hänge jetzt. Jetzt hänge ich alles an die Nadel. Ich mache jetzt kein YouTube mehr. Ich mache das jetzt alles nicht mehr. Das fühle ich tatsächlich auch nicht. Ich möchte einfach so wie jetzt so ein gewisses Mittelmaß haben. Wenn ich Lust habe, ein Video zu drehen, dann drehe ich ein Video. Aber gerade ist es so, dass mir Instagram und TikTok zum Beispiel einfach richtig viel Spaß machen. Und unabhängig davon, dass ich da jetzt vielleicht auch keinen Cent mit verdiene oder so, möchte ich einfach, dass es immer noch dieser, dass immer noch dieser Spaßfaktor einfach dabei bleibt. Und dass es irgendwann, es geht halt irgendwann einfach weg. Das ist, das darf man nicht vergessen, ich verdiene damit mein Geld. Ich habe damit mir immer Sachen ermöglichen können. Weiß, glaube ich, jeder. Sind wir ehrlich, wenn es dann irgendwann tatsächlich nur noch um das Geld geht und weniger darum, dass es einfach Spaß bereitet, ist es halt eine Verpflichtung und dann ist es halt auch irgendwann nicht mehr das, was es halt mal war. Oh, jetzt habe ich mich so doll im Auge gepiekst. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte es so machen, wie ich es jetzt gerade mache. Und ich glaube, das ist halt wirklich vielen einfach aufgefallen, dadurch, dass ich einfach sehr glücklich über die sozialen Plattformen wirke. Ja, also ich möchte euch jetzt nicht mehr versprechen, passt auf, es kommt jetzt jede Woche ein Video oder so. Die schönste Zeit erfolgt einfach außerhalb der Kamera. Außerhalb der Kamera, außerhalb von Social Media, außerhalb von Stories, außerhalb von dem Ganzen. Das darf man nie vergessen. Ja, so, jetzt zu der Sache, ich habe meinen Job gekündigt. Ich bin jetzt tatsächlich gerade im Urlaub, also ich hatte Corona und ich habe auch noch Urlaubstage quasi, also Urlaubsanspruch. Und die sind jetzt, also ich war zwei Wochen krankgeschrieben aufgrund von Corona und habe jetzt Urlaub. Und ich habe zu meiner Story, dass ich gekündigt habe, auf Instagram ein bisschen was erzählt. Und da aber einige Leute auch auf Instagram kein Instagram-Profil haben, will ich das einfach hier nochmal kurz anschneiden. Ich habe, wie gesagt, nach 11 Jahren meinen Job gekündigt, weil mein alter Chef in Rente gegangen ist. Sind wir ehrlich, ich einfach mit meinem neuen Chef nicht auf einer Wellenlänge war. Und das ist auch okay. Also man kann sich nicht, das ist wie im normalen Leben, man kann sich nicht mit jedem verstehen. Man kann nicht jeden mögen. Man kann nicht erwarten, dass jeder einen mag. Das ist halt ein ganz normales Verhalten und das ist auch völlig okay. Und ich habe mir zum Beispiel eine persönliche Deadline gegeben. Also zum Beispiel zum Anfang des Jahres hat mein Chef sich verabschiedet und ich habe mir diese Deadline bis Mitte des Jahres, also bis zum Sommer einfach gegeben, um zu schauen, wie es ist und ob es für mich so funktioniert. Und wenn man irgendwann nur noch auf die Arbeit geht und ein ungutes Gefühl hat und einfach unglücklich nach Hause geht, dann ist es, glaube ich, an der Zeit gekommen, zu sagen, ich verabschiede mich. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Schritt für mich, aber ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Also nachdem ich gekündigt hatte und alles in so Sack und Tüten war und alles quasi erledigt war, ist wie so ein großer Stein von mir geplumpst und wirklich alles von mir abgefallen. Das war richtig krass. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich fühle mich mit der Entscheidung sehr, sehr wohl. Ich habe sehr, sehr viel geweint. Ich hatte auch irgendwann so einen richtig kleinen
Mental Breakdown und habe einfach so geheult, weil ich, wie gesagt, ich habe 11 Jahre in dieser Abteilung, sage ich jetzt einfach mal, gearbeitet und hatte super Kollegen, bin mit meinen Kolleginnen nicht im Bösen auseinandergegangen. Also ich schreibe heute noch mit meinen Kolleginnen und das war mir halt super wichtig. Ich bin wirklich nicht weggegangen, weil mir die Arbeit keinen Spaß gemacht hat, sondern weil man einfach nicht miteinander klar kam. Und dann muss man halt einfach abwägen. Und ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr darauf, jeden Tag auf Arbeit zu gehen und abends nach Hause zu kommen und zu weinen oder unglücklich zu sein, zu meckern. Und wer kriegt's ab, wenn man die ganze Zeit meckert? Das ist einfach der Partner. Und will man das? Nein. Ich bin ein junger Mensch und habe mir gesagt, pass auf, ich suche mir was anderes. Irgendetwas, was mich vielleicht mehr glücklich macht. Und das ist eigentlich der Punkt, das weiß ich natürlich nicht. Also ich weiß natürlich nicht, wie es schlussendlich da wird. Ich gehe zurück in die Klinik. Also ich werde ein Schichtsystem haben, allerdings ohne Wochenenddienst. Also ich arbeite nicht am Wochenende. Ich arbeite 40 Stunden und habe halt ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Gehalt. Das ist wirklich wichtig, das darf man auch, also klar, Geld ist nicht alles, aber Geld beruhigt halt einfach und wir wissen halt einfach alle, dass es alles teurer wird, alles irgendwie ansteigt, die Mietpreise, die Hauspreise, der normale Lebensunterhalt wird ja auch Tag ein, Tag aus immer teurer. Und da ist ein stabiles Gehalt, was nach oben hin offen ist, sehr, sehr wichtig. Ich bin einfach wahnsinnig stolz auf mich, dass ich das wirklich, wirklich durchgezogen habe und gesagt habe, passt auf, ich kündige und suche mir einfach was anderes und lass mir nicht auf der Nase rumtanzen. Da werden jetzt vielleicht die einen oder anderen denken, ja, da brauchst du doch nicht stolz drauf sein. Ich finde schon, dass ich darauf definitiv stolz sein kann. Ich bin gespannt, was in nächster Zeit auf mich zukommt. Deswegen kann ich tatsächlich auch nicht sagen, wie viele Videos jetzt die Woche online kommen oder wie viele Videos überhaupt online kommen. Ich weiß es nicht, weil ich mich da auch wirklich überhaupt null festlegen möchte und auch nicht. Ich möchte mir persönlich einfach nach all den Jahren jetzt mal so ein bisschen diesen Druck rausnehmen und einfach ein bisschen entspannter in die ganze Sache gehen. Ich genieße gerade die Zeit, wie es einfach gerade ist, dass ich selbst entscheide, ach komm, heute mache ich eben mal kein Video oder jetzt kommen eben mal 2 Wochen kein Videos. Oder so wie heute. Heute habe ich Lust, mich hier hinzusetzen und euch einfach abzudaten und ich bin gesund, mir geht's wieder gut und ja. Ich glaube, das sind so die 2 großen Sachen gerade. Also ganz groß ist halt einfach der Aspekt, dass ich ab 1.8. eine neue Arbeitsstelle beginne. Ach so, ich gehe ins Herzkatheterlabor. Viele verstehen unter Herzkatheterlabor immer was völlig anderes. Das hat nichts mit einem klassischen Labor zu tun. Ich packe euch da mal einfach eine Reportage unten in die Infobox rein. Könnt ihr mal gucken, ist wirklich, wirklich schön erklärt, ist sehr vielseitig, ist sehr viel Neues, aber ich habe einfach richtig Lust auf wieder was Neues lernen und man wächst einfach mit seinen Aufgaben, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, packe ich euch mal unten rein. Also ganz großer Aspekt ist halt einfach, dass ich einen neuen Job habe und einfach so ein bisschen mal für mich runterkommen musste. Aber unabhängig davon war halt noch die Corona-Infektion. Deswegen kam halt einfach nichts. Aber ich glaube, dass es ganz gut ist, dass ich mir den Druck einfach raus... Jetzt quatsche ich schon wieder zu viel. Ich habe mir jetzt nur noch ein bisschen Lippenstift aufgetragen. Tatsächlich habe ich da einfach... War das der? Nee. Ich habe einfach einen roten Lippenstift genommen und den so ein bisschen punktuell aufgegeben und dann so ein Lipgloss drüber. Oh. Ach so, ich habe jetzt ein Lippenbändchen-Piercing. Alle, die mir auf Instagram nicht folgen, daran seht ihr, ihr verpasst da was, haben es tatsächlich auch nicht gesehen, weil man sieht es nicht. Es ist nicht so offensichtlich. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht. Ich glaube, ich habe zu viel wiederholt, aber ich hoffe, das Video kommt trotzdem so rüber, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich werde es
wahrscheinlich im Schnitt sehen. So, ich wünsche euch einen Traum und schönen Tag. Achso, ich habe mir übrigens die Haare heute mal geflochten und zwar so als... Ist das ein Bauernzopf? Ich glaube schon. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag. Fühlt euch gedrückt. Eure Sandra. Bis zum nächsten Mal.